Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Außenminister, ja, zwei Tagesordnungspunkte aus dem Bereich Ausschuss für Außenpolitik. Ein solcher hat ja letzte Woche stattgefunden, relativ schnell und überhastet einberufen mit der Betonung auf besondere Dringlichkeit, die sich mir nach wie vor nicht erschließt. Also ich komme vielleicht noch zum Prozedere dieses Tagesordnungspunktes betreffend das Rote Kreuz bzw. betreffend Finanzierung der sogenannten nationalen Koordinierungsstelle oder nationalen Kommission zur Umsetzung des humanitären Völkerrechts. Inhaltlich geht es da darum, und das war aber bei der Einberufung des Ausschusses nicht ersichtlich, auch bei der Tagesordnung nicht. Es ist heute schon mehrmals der Ausdruck Trägerrakete gefallen. Also für die Zuseher, die jetzt noch an den Fernsehgeräten oder wo auch immer das verfolgen, zur Erklärung, eine Trägerrakete, das ist praktisch ein Gesetz, das man einbringt, wo nichts drinnen steht oder nur die Überschrift, das dann einberuft entsprechend und dann Abänderungsanträge zu diesem Gesetz, wo nichts drinnen steht, die meistens zehnmal so lang sind wie das Gesetz selbst, beziehungsweise da geht es dann wirklich um das, worum es der Regierung geht, sehr, sehr kurzfristig vor Beschlussfassung, in dem Fall vor dem Ausschuss, noch schlimmer ist es dann, Abänderungsanträge vor dem Plenum vorgelegt werden. Und dann wird erwartet von der Opposition, dass innerhalb von 3 Millisekunden da komplexe Sachverhalte beurteilt und eine Entscheidung trifft, dass es nicht das parlamentarische Prozedere, also diese Trägerraketen häufen sich in letzter Zeit schon ganz gewaltig und das ist nicht das Selbstverständnis, unser Selbstverständnis von einem offenen, transparenten, parlamentarischen Umgang neuen Stils. Auch hier haben wir den neuen Stil nur als Überschrift, aber nicht im tatsächlichen, in der tatsächlichen Umsetzung. Auch inhaltlich etwas eigenartig, da sollen jetzt 2 Millionen Euro an das Rote Kreuz überwiesen werden. Nicht missverstehen jetzt, die Institution des Roten Kreuzes wollen wir in keinster Weise kritisieren, die leisten gute Arbeit, aber für eine Koordinierungsstelle. Es ist auch nicht ersichtlich, wofür das konkret verwendet wird. 2 Millionen Euro für eine Koordinierungsstelle, die zweimal jährlich tagt und die Umsetzung dessen, was auf internationalen Konferenzen beschlossen wird, koordiniert, kommt uns in Wahrheit sehr, sehr viel vor, zu viel vor. Möglicherweise wird das Geld für was anderes verwendet, wissen wir nicht. Es gibt keinerlei Detailplanungen, wofür das Geld verwendet wird. Das entspricht überhaupt der grundsätzlichen Einstellung dieser Bundesregierung. Geld ist ja offensichtlich abgeschafft, koste es, was es wolle. Dort ein paar Millionen, dort ein paar Milliarden. Vielleicht eine interessante Zahl. Wir haben 35 Milliarden Euro Budgetdefizit. Nur zum Vergleich, die Schweiz 10 Milliarden. Ich weiß nicht, hat die Pandemie um die Schweiz einen Bogen gemacht oder ist die Schweiz jetzt die Insel der Seligen? Oder hat das vielleicht damit zu tun, dass die Schweizer Regierung das ein bisschen intelligenter und geschickter gemacht hat als die österreichische? Ich glaube, Zweiteres ist der Fall. Also diese grundsätzliche Philosophie, Geld ist abgeschafft, das ist heute auch schon gesagt worden. Wer soll das zahlen? Es wird überhaupt einmal eine spannende Frage sein, wer soll das alles bezahlen, diese gewaltigen Schulden, und da rede ich jetzt noch gar nicht davon, was tun wir, wenn das Zinsniveau ansteigt. Also das kann man relativ, wenn man da multiplizieren kann, sich dann ausrechnen. Diese Szenarien möchte ich jetzt gar nicht im Detail weiter mir ausdenken, weil die sind furchtbar und die werden entweder wir bezahlen oder unsere Kinder und Kindeskinder, oder es wird eine Währungsreform gehen, dann werden diejenigen, die sich etwas aufgebaut haben in den letzten Jahren über Generationen, gewaltig verlieren, oder es werden Leistungen gekürzt werden. Also ich habe keine andere Fantasie, was da sonst noch passieren kann. Dieser dynamische Wirtschaftsaufschwung, der explosionsartig passiert, das glaube ich Ihnen nicht, zumal Sie den ja permanent jetzt verzögern, jede Woche, die wir jetzt da noch zuwarten, mit der wirklichen Öffnung der Wirtschaft, kostet viel, viel Geld. Wir wissen, die Wirtschaftsforschungsinstitute revidieren jedes Mal schon jetzt, jede Woche, die Prognosen für das Jahr 2021 runter. Also das ist eine Sache, Geld spielt keine Rolle. Zweiter Punkt hier, Amtssitzgesetz, auch hier Privilegien für alle möglichen Organisationen samt Angehörigen. Da wird mein Kollege Dr. Martin Graf noch näher darauf eingehen. Halten wir auch für überschießend und sind da auch bei diesem Punkt dagegen. So der außenpolitische Sprecher der FPÖ, Axel Kassiger, und der nächste außenpolitische Sprecher folgt zugleich. Es ist Reinhold Lopatka von der ÖVP.